Nein! Ich hab noch gar nicht fertig gelesen! Scheiße! Was geht, Leute? Mein Name ist Andrew Fox und heute zeige ich euch StormVR. StormVR ist ein atmosphärisches Survival-Game. In einer düsteren und kalten winterlichen Zeit, passend für diese Jahreszeit, die wir ja auch haben. Draußen ist eiskalt, keiner möchte raus. Deswegen machen wir das gleiche auch in VR. Wir sind auf der Suche nach Sicherheit. Aber nicht nur das, wir sind auch auf der Suche nach den Antworten. Antworten über die Frage, wer bin ich? Wo bin ich und wie kam ich hierher? Dies ist die erste Episode von geplanten 5 Episoden und ich hoffe, es wird gut. Ich hoffe, ihr seid dabei und los geht's. Fucking kalt hier. Zum Glück ist in meinem Zimmer warm, aber irgendwie die Präsenz ist immer noch da, dass es draußen kalt ist wie hier in diesem Spiel. Zwar jetzt nicht mit diesem hohen Schnee, kalt ist aber kalt. Wir wählen Englisch aus. Look around. Where are you? Gute Frage. Oh, wir haben eine Uhrzeit. Wir haben eine Temperatur. Wir haben Hände. Wir können Sachen greifen. Es werden zwar jetzt die Valve Vans angezeigt und wir haben ja die Index Knuckles, aber es sollte eigentlich mit allen Controllern kompatibel sein. Probieren einfach mal. Ja, wir können uns bewegen. Release to move. Grab the rock, use the trigger. Okay, meine Hand ist weg. Ja, so einen Bug haben wir schon mal gefunden. Stein auffangen und dann wegen der Sequenz den Stein auffangen. Habe ich zwar mal auffangen gesagt. Ihr wisst, was ich meine. Aufnehmen, auffangen. Bug. Okay. Welchmal läuft es jetzt? Oh, 14 Minuten, 32 Sekunden müssen wir jetzt um unser Leben kämpfen. Okay. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, was würde ich tun? Würde mich beklagen. Ich würde jammern. Ich würde fluchen. Ich würde sehr viel fluchen. Dass es fucking kalt ist. Aber auf jeden Fall würde ich hier jetzt wahrscheinlich dieser Spur folgen. Ich gehe jetzt, ich hoffe, das ist jetzt die richtige Richtung. Oh, Zeit vergeht echt schnell. Nehmen wir mal lieber die andere Hand. Wir folgen jetzt einfach mal diesen Strommasten. Genau, immer schön atmen. Fuck, es ist kalt. Toll. Wrong way. Dann nehmen wir jetzt den anderen Weg. Ich habe keine Ahnung, was er da redet. Weil einfach die Umgebungsgeräusche, unabhängig von meinem Gelaber jetzt gerade, ziemlich laut sind. Oh, ein Auto. Immerhin haben wir was gefunden. Also hätte mich auch gewundert. Geht's auf? Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn es geklappt hätte. Ist ja klar, dass es alles hier eingefroren ist. Keine Ahnung, was mir das jetzt bringen soll. Ach so, der Stein. Wow. Wow. Okay. Dann gehen wir jetzt einfach weiter. Das. Oh, ist das ein Haus? Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Warte, 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 warte. Leute, Leute, Leute. 5 Minuten Panik. Aber ich habe, glaube ich, wir haben hier eine License Plate. 50, 52, 15. 50, 52. Gucken, ob Post da ist. Das nehmen wir mit und okay.
Nein! Ich hab noch gar nicht fertig gelesen! Scheiße! Kacke! Ist nicht dein Ernte! Alter! 50-52-15. Keypad seems to be dead. Nein! It's weird, all these cables. Ich hasse es jetzt schon. Ich hab doch Zeugs. I need electricity. This is pointless. Nein, den oberen! Gott, ich werde so jämmerlich sterben. I can't see anything. Wo ist die Mitte des Raumes? Oh Gott. Ich bin so tot. Da ist er wieder. Here's that fuse you want. Replace it. Change the door code. The car plate number was a bad idea. Was? Aber ich hab's doch reingemacht. The pain is fading. The pain. You're dead. The pain is fading. Okay, nochmal den ganzen Scheiß. Das Auto haben wir schon mal. Ich will nur gucken, ob die Plate. Ob das der. Ah, ich wusste es. Zufallsgeneriert. 77-4-3-60. Ja, das. Und jetzt diesmal. Der ist der Tür, ja, das haben wir. Flieg, fly on the wings! Ja, beruhig dich. Das ist eh nichts Wichtiges. So. Ja, die ist doch jetzt drin. Was? Me? Mai? Mir jetzt nichts gebracht. Nee, da können wir nicht. Da können wir auch nicht rauf. Nee. Welcome home. Ja, ich muss. Mann, bringt mir gar nichts. Keypad seems to be dead. Tot. Genauso wie ich bald. Na, so weit waren wir schon. Das geht gar nicht. Wir gehen nochmal. Da. Aha. Ein Stein. Ist nichts. Ein Schlüssel. Schlüssel! So gut. Die Keg ist auch. So ein bisschen Licht wäre nicht schlecht. Kacke, ist es dunkel. Nee, geht nicht. So, noch irgendetwas. Da ist ein Generator. Komm schon.
wir brauchen Öl. Ist da nicht genug Öl oder so? 8 Minuten. Mehr ist nicht. Ich weiß gar nicht, ob das was bringt, zurückzulaufen. Ich glaube eher nicht, aber wir haben jetzt ja ein Schraubenzieher. Nein. Kann ich... Nee. Nein. Bleib auf. Aha, warte, am Auto können wir vielleicht irgendwas machen. Ah, it's jammed. Das heißt, ich kann... Komm. Oh Gott. Okay. So. Zurück dahin. Dahin. Nein, da. Nein, doch hier hin. So. Oder? Zu wenig, oder was? That's it. So, 3 Minuten. Wir haben Energie. Okay. Fuse ist drin. Wir brauchen jetzt nochmal die Plate vom Auto, weil ich sie da vergessen habe. 77-4360. 77-4360. 77-4360. Oh, fuck. Nein! Yes. So. 77-4-3. Alter! 77. 77. 4-3. Nein! Nee. 77. 4. Nein. Oh. 70. 4. 3. 60. Puh. Oh mein Gott. It's so... so warm. Das war's? Oh. Das... That escalates... fucking quickly. Sandsturm? I've been traveling a long time, and... but it must have been months. I must have crossed a desert... to get here. Oh, it was so hot. A gunshot following me. Am I running away from something? I don't know. I don't know what it was again. It was something bad. Okay. Was soll ich dazu sagen? Wir haben überlebt. In der zweiten Runde haben wir überlebt. Und dann waren wir auf einmal in der Wüste. Ich meine, wie gesagt, das ist erst die Episode von geplanten 5. Ich kann mir gut vorstellen, dass es viele Aspekte des Überlebens darstellen soll.
Eissturm, Sandsturm, Wassersturm, Umweltkatastrophen, irgendwie so etwas. An sich cool, das sind recht, wie ich mir vorstelle, kurze Erfahrungen. Ich bin echt im Stress gewesen. Ich denke mal, das hat man am Puls gemerkt. Allein schon am Ende diese fucking Code. Also ein paar Bugs sind drin. Wie gesagt, das mit dem Stein und mit dem Code, das hat auch nicht irgendwie so funktioniert. So, ich habe halt schnell durchgeblickt, dass man ein bisschen versetzt drücken muss, aber ja, Kleinigkeiten. Ich hoffe, euch hat's gefallen und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Mein Name ist Arnold Fox. Ciao. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.